Die Reparaturen werden erledigt. Ziemlich flott sogar, dafür, dass Owen volltrunken ist. Wir können es schaffen. Ja? Was hat er jetzt vor? Er ist Händler, ein Zwerg. Lebt in der Nähe des Sees. Er hat sich mit einigen seiner Arbeiter in seinem Haus eingeschlossen und sagt, er braucht uns nicht. Wir könnten seine Kampferfahrung gut gebrauchen, aber er kommt ja nicht raus. Ich habe ein gutes Gefühl wegen heute Nacht. Großartig, Eindringlinge. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund, in mein Haus einzubrechen. Hier an der Oberfläche sind wir alle gleich. In diesem Dorf bedeutet das nicht willkommen. Egal, ob aus gutem oder aus schlechtem Hause. Ich bin Dwin. Erfreut euch, kennenzulernen. Sagt mir bitte, weshalb ihr hier seid. Schickt Murdoch jetzt schon Zwerge los, um für ihn zu verhandeln. Er hofft wohl, ich kriege bei dem Gedanken an die Heimat feuchte Augen. Ich sage euch dasselbe wie ihm. Ich riskiere meinen Hals nicht für dieses Dorf. Danke, aber das riskiere ich. Draußen rumlaufen und darauf warten, dass man umgebracht wird, das kann jeder. Eure Chancen sind besser als die der meisten anderen. Ein Zwerg weiß wenigstens, was Sache ist und ist nicht ganz so dämlich. An was habt ihr also gedacht? Raus damit! Aha, und was heißt das genau? Gar nichts. Ich bin ein Oberflächenzwerg. Wenn ihr dort noch willkommen seid, schön für euch. Eine hübschere Zwergin als euch habe ich lange nicht gesehen. Das muss ich zugeben. Verlockend. Aber eine Nacht mit euch ist es nicht wert, den Hals für Murdoch und seine Idioten zu riskieren. Und was hätte ich davon? Der Arl ist vermutlich tot und was Tegan von mir hält, ist mir völlig egal. Habt ihr noch was? Meint ihr das ernst? Für weniger als 100 Silberlinge stecke ich nicht mal meinen Kopf aus der Tür. Sehe ich aus wie ein Elf? So billig bin ich nicht. Entweder 100 oder gar nicht. Warum verschwendet ihr dann meine Zeit? Darauf läuft es also hinaus, was? Na schön, ich gehe, wenn ihr mich unbedingt draußen haben wollt. So kann nur jemand reden, der mich nicht kennt. Sagt Murdoch, er hat gewonnen. Und wenn die Kreaturen kommen, will ich euch auf dem Platz sehen. Selbstverständlich.
nicht so rumzappeln. Die Reparaturen werden erledigt. Ziemlich flott sogar, dafür, dass Owen volltrunken ist. Wir können es schaffen. Danke, dass ihr ihn überredet habt, herzukommen. Ich bin sicher, er wird uns eine große Hilfe sein. Ich habe ein gutes Gefühl wegen heute Nacht. Mit Recht, du bist ein Tu-nicht-gut, ein Lügner und ein Dieb. Wir verstehen nur die Frage. Na, Boss, zu Befehl. Ich kümmere mich darum. Ihr seid doch ein grauer Wächter, richtig? Wart ihr in Ostagar? In der Korkari-Wildnis? Mein Ehemann ist mit unserem Sohn dorthin aufgebrochen, um den Gesang des Lichts zu den Chasen zu tragen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm. Ja, bin ich. Habt ihr schon von mir gehört? Das hatte ich befürchtet. Danke, dass ihr mich nicht im Unklaren gelassen habt. Der Erbauer möge euch segnen. Bevin sagte, ihr hättet ihn gefunden. Ich kann das nie wieder gut machen. Der Erbauer hat euch geschickt, ich weiß es. Nochmals vielen Dank. Ihr habt Zwergenblut und seid fremd hier. Dennoch kämpft ihr für eine Heimat, die nicht die eure ist. Dafür danken wir euch. Und der Schutz Unschuldiger gehört nicht dazu? Egal. Ich danke dem Erbauer, dass er euch hergebracht hat. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin die verehrte Mutter Hanna, das Oberhaupt dieser Kirche, die derzeit den armen Dorfbewohnern als Zuflucht dient. Das muss furchtbar für euch sein. Sind das alle Überlebenden? Ja. Alle, die sich nicht selbst verteidigen können. Sie haben Angst vor dem Angriff heute Nacht. Und diese Mauern können ihren Schutz nicht garantieren. Kann ich euch bei eurer Aufgabe behilflich sein? Ich habe für sie getan, was ich konnte. Ich bete jede Nacht für sie und bitte den Erbauer um Vergebung ihrer Sünden, bevor sie den Tod finden. Was Sir Perth sucht, steht zu geben nicht in meiner Macht. Ich kann mit ihnen beten und sie segnen. Aber Sir Perth will, dass ich ihnen einen Schutzschild vom Erbauer selbst gebe. Könnt ihr ihm nicht einfach sagen, der Erbauer wache über ihn? Moral ist eine mächtige Waffe, wisst ihr? Soll ich sie etwa glauben lassen, der Erbauer würde ihnen im wörtlichen Sinne Schutz gewähren? Zu dieser Lüge bin ich nicht imstande. Ich vermute, ihr Glaube an die Macht des Erbauers würde sie motivieren, aber es ist Spiegelfechterei. Nun gut, wenn es sie am Leben hält, werde ich tun, was ich tun muss. Ich habe einige heilige Symbole aus Silber. Sagt Sir Perth, er kann sie haben, wenn er will. Und wer sie trägt, genießt den Schutz des Erbauers. Bitte, ich muss mich um diese armen Menschen kümmern. Tun wir einfach beide alles, was wir können.
Die Ritter von Redcliff sind bereit für eure Befehle zum Kampf. Ja, habt ihr mit der verehrten Mutter gesprochen? Hat sie euch etwas gegeben? Muss das sein? Wenn der Glaube die Männer schützen soll, muss er doch aus ihren Herzen kommen. Wenn sie so wirken wie die Symbole der Priester, dann ist das mehr als ausreichend. Natürlich, das sind Symbole des Erbauers. Welchen besseren Schutz könnte es geben? Ich schicke Männer, um die Amulette zu holen. Bitte dankt Mutter Hannah in meinem Namen, dass sie endlich zur Vernunft gekommen ist. Wie ihr wünscht, grauer Wächter. Der Erbauer wache über euch. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken... Was braucht ihr? Sie ist das robusteste Gebäude im Dorf. Frauen, Alte und Kinder bleiben während der Schlacht hier drin. Und Miliz und Ritter beschützen sie. Sie haben vor der Kirche eine Barrikade aufgebaut, um die Monster am Eindringen zu hindern. Denn wenn das geschieht, ist Ben Tegan unser einziger Schutz. Bitte habt Mitleid. Helft diesen Menschen. Tut, was immer ihr könnt. Der Erbauer wache über euch, Kind.